Bei einem Wohnhausbrand in der Moosbacher Elsstraße wurden am Nachmittag 7 Personen verletzt, 5 davon schwer. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet. Neben 50 Feuerwehrmännern aus Moosbach und Neckar-Elz war auch das Deutsche Rote Kreuz sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Eine Schadenshöhe wurde bisher noch nicht ermittelt. Das Gebäude ist vorübergehend unbewohnbar.